Mal, welches Recht haben denn queere Menschen in Deutschland, was andere Menschen nicht, also welches Recht haben queere Menschen nicht, was andere Menschen in Deutschland haben? Nenn mir mal eins. Wahrscheinlich diese entsprechenden Toiletten. Ja, aber die haben ja alle Menschen. Die queeren Menschen, die können ja auch auf die Toiletten gehen, die da sind. Also, was für ein Recht gibt es da nicht? Also da müsste man jetzt tatsächlich, da kann ich jetzt nur sagen, da müsste man jetzt Betroffene fragen, damit die das erläutern, weil als Nicht-Betroffener weiß ich jetzt, fällt mir wahrscheinlich auch gar nicht ein, Ja, welche Betroffene. Rechte sie jetzt genau noch Ich nicht glaube, haben. Persia X würde dir da andere Sachen erzählen als Finessi. Die Betroffenen sind halt keine homogene Gruppe. Deswegen ist da, und die Ja. Betroffenen. Also wer ist denn betroffen? Also wer ist überhaupt, keine Ahnung, trans beispielsweise? Das muss ja medizinisch untersucht werden. Aber nach Meinung der Wokisten muss es ja nicht mehr untersucht worden, sondern jeder kann von heute auf morgen sagen, ich bin jetzt eine Frau. Also doch Meinung der Wokisten wäre, wie Jatta Rasoli auch, als er sich so identifiziert hat, eine Frau gewesen. Und wenn die Wokisten sagen, nee, Wurde das ja ist ja nur auch ein Troll, woran akzeptiert, macht ihr ne? das fest? Das wäre dann die Frage, die man ihnen stellen müsste. Und sie könnten dir keine vernünftige Antwort geben. Die ehrliche Antwort wäre dann ja, weil Bijan Tafasoli halt unser politischer Gegner ist, deswegen darf er sich das nicht aussuchen. Unsere Ideologie geht über alles und unsere Feinde, die dürfen halt anders behandelt werden als unsere Freunde. Aber so ehrlich wäre kein Wokist. Die würden ablenken und sagen, ja, das ist doch ein Troll. Ja, das ist doch, haben wir, ich, stimmt, war das sogar im Talk von Imp gegen Dara? Da hat Imp das doch sogar angesprochen. Glaube ich. Ich glaube, das war der Talk. Und da hat Dara gesagt, ja, das ist ja ein Troll, das ist ja ein Troll. Ja, woran machst du das fest? Du hast keine objektiven Kriterien. Du behauptest das einfach, weil er nicht zu deinem politischen Lager gehört. Bei jemandem, der zu deinem Lager gehört, da würdest du es immer verteidigen. Egal was für, also egal wie der sich sonst so verhält. Die Verbesserung von queeren Rechten. Eigentlich wäre ich ja dafür, aber solange die Kapitalisten das nutzen, um für sich Werbung zu machen mit Regenbogenfarben-Logos, bin ich dagegen. Oh, die Rechten sind gegen Ausländer. Ja, ich bin auch gegen Ausländer, aber weil die Kapitalisten die holen. Ja, also das ist einfach das, was er halt die ganze Zeit macht. Also deswegen kritisieren wir ihn, deswegen schließen wir ihn aus unseren Reihen aus, egal wie sehr. Ja, deswegen kritisieren wir ihn, deswegen schließen wir ihn aus unseren Reihen aus, weil er Migration kritisiert. Das hat Dara hier gerade gesagt. Also es ist schön, wie ehrlich Dara ist. Die Rechten sind gegen Ausländer. Ich bin ja auch gegen Ausländer. Bitte klippen. Ja. Nein, bitte mach das Stimmt. nicht. Bitte keine Zitate aus dem Kontext, bitte keine Zitate aus dem Kontext reißen, sondern vernünftig dagegen argumentieren. Also Dara war hier Aber für gerade nicht. Soundboard sehr gut. Dara war hier nämlich gerade sehr ehrlich. Er hat ja gesagt, wir schließen Erwin aus, weil er in einem Bereich eine andere Meinung hat. Deswegen raus mit ihm. Noch darauf beharrt, dass er sich links nennt oder dass er sagt, er ist Antikapitalist. Die Polizei. Übrigens, ne, auch bei Klimaschutz und so, da sagt er halt, nee, ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Also da können wir eh gar nichts mehr gegen machen und deshalb brauchen wir uns da auch gar nicht für irgendwas einzusetzen. Mich da in Schmerzgriffen weggezogen hat. Und ich dann da saß und habe ich mit den Leuten geredet. Gibt es Aufnahmen davon? Es gibt Fotos, ja. dass sie dich. Verstehe ich das richtig? Damit die Rechten nicht gewinnen, muss man nur Klimaschutz fallen lassen, Migranten bekämpfen und jedes soziale Thema fallen lassen, nur dass mal jemand Werbung gemacht hat. Nur weil jemand Werbung gemacht hat. Ne? Also die ganzen Faschisten, die werden ganz schön doof schauen, wenn wir dann halt irgendwann selber einfach den Faschismus einführen. Also, boah, die werden sich ärgern. Gerne sehen. Das will ich fucking gerne sehen. Warum willst du gerne sehen? Die Rechten werden sich ärgern, wenn wir dann irgendwann selber mal den Faschismus einführen. Genauso wird es laufen, Dara. Wenn BSW hier an die Macht Ja. kommt, dann Führerdiktatur. Sofort. Also, das war jetzt übrigens ein Witz, falls das irgendwer klippen will. Also, ja, also, was soll man dazu noch sagen? Also, das ist, ich würde gerne sagen, es ist irre, aber es ist nicht mal irre. Dara meint das ja alles ernst. Er macht das einfach, um zu hetzen. Er will andere politische Meinungen grundsätzlich vom Diskurs ausschließen. Deswegen wirft ihr ihnen vor, ja, sie seien faschistisch. Wenn irgendwer eine andere Meinung als er selbst hat. Das ist so dermaßen irre. Also, wie gesagt, es ist ja nicht mal irre, es ist rational, was Dara hier macht. Er macht das mit einer ganz bestimmten Strategie. Find's Ach geil, so, weil ich mir das lustig find's geil, vorstelle. Ich wenn stelle mir Linke das von fucking Bullen lustig vor. misshandelt werden. Guckst du gerne an, oder? Na, ich finde das einfach nur so lustig, wenn Leute bei jedem Scheiß, der da draußen aufkommt und der sie vom Klassenkampf ablenken soll, einfach mitlaufen und einfach
so Minions sind, die nicht selbstständig denken und verstehen einfach, was draußen vor sich geht, sondern einfach bei jedem geworfenen Harry, Knochen einfach hinterher bellen. Das ist Klassenkampf, ja. Wenn ich mich hinsetze und aufstehe gegen die Konzerne, nein, die diesen Planeten ausbeuten wollen und ich mich dann auf die Straße und meinem Körper in den Weg setze, dann ist das Klassenkampf. Du hockst im Internet, kritisierst irgendwie alles. Klassenkampf ist es, irgendwelche Pendler, die morgens zur Arbeit müssen, zu blockieren. So geht Klassenkampf. Ja. Letzte Generation ist Klassenkampf, genau. Ist die Frage, auf Seiten welcher Klasse man da gerade kämpft, aber ja. alle möglichen Leute, die für ihre Rechte einstehen, LGBTQ-Community und so weiter, weil es ja alles mit Profit und Konzernen zu tun hat, während du auf Amazon Da schreibt es gerade einer im Chat, Proletopia ist manchmal etwas unbeholfen, aber scheinbar haben Dara und Nathan alles so verstanden, wie es ihnen am besten passt. Selbstverständlich. Das ist ja schon der ganze Punkt. Diese Wokisten, die reißen jedes Zitat aus dem Kontext. Sie wollen Erwin hier unmöglich machen. Die wollen, dass er zu keinen Debatten mehr eingeladen wird und dass sie gleichzeitig einen Punktsieg erzielen. Deswegen haben Dara und Dekadent Erwin auch Neitan hier auch die Zuschauer zugeschanzt, damit möglichst viele Leute da drauf gehen, die Erwin dann irgendwie schlecht reden können, damit sie möglichst gleich das Narrativ kontrollieren. Von Anfang an das Narrativ kontrollieren. Das ist ihnen jetzt so semi-optimal gelungen. Also wir beide machen ja auch gerade diese Reaktion hier und ich würde sagen, so viel weniger Reichweite als Dara werde ich gar nicht haben, zumindest nicht auf YouTube. Und ja, wie gesagt, das Video wird geklippt werden und zigfach auf YouTube erscheinen. Also und danach die ganze Diskussion nochmal. Das wird lustig. Ja, daran sieht man ja, dass Rechte sich immer durchsetzen, ne? Warte mal, wir rechts sind, oder? Ja, das ist ein Scherz. So. Ja. Nee, aber lustig, wie da, also Dara hat das ja am Anfang gesagt, ja, die, also, ich weiß nicht, ob was hier gesagt hat oder wann anders, Rechte, die versuchen immer das Narrativ zu kontrollieren, die versuchen immer, ihr Narrativ durchzumachen, aber was machen die Wokies hier selber? Sie versuchen halt hier eine Diskussion zu organisieren und dann das Narrativ zu kontrollieren. Und Dekadent hat ja auch mal gesagt, Rechte, die versammeln sich und die sind nur in der Gruppe stark und das Zitat, in die Sinner mal gebracht hatte. Und was machen die Wokies hier? Genau das. Also ehrlich, Chat, jetzt ihr meckert noch einmal in meiner Tonqualität rum. Und merkst doch nicht mal, dass das albern ist. Du sitzt das da feierst eine Viertelstunde lang einen goldenen Kappa-Hype-Train ab, was ja nichts anderes ist als ein Tool, damit Amazon möglichst viel Kohle aus deiner Zuschauerschaft pressen kann. Und merkst doch nicht mal, dass das albern ist. Du sitzt da. Hat er das? Hat er das wirklich? Marco, du erklärst uns mal bitte, was der goldene Kappa-Hype-Tram ist. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Ich hatte noch nie einen, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also, ich bin in diesem Twitch-Game nicht so drin. Aber wie gesagt, wir reagieren jetzt aufs Ende. Der Stream sollte ja eh nicht mehr so lang gehen. Aber wir schauen uns mal an, was Dara so zum Schluss zu dieser Diskussion sagt. Und dann könnt ihr davon ausgehen, dass die nicht als Gefahr sehen. Würde seine Strategie wirklich dazu führen, dass Rechte überzeugt werden von linken Positionen oder die Linken in irgendeiner Form gewinnen können gegen die Rechten, dann würden sie ihn viel härter bekämpfen, als sie jetzt irgendwie mich oder Dekalden. Machen Sie doch. Habt ihr nicht gesehen, wie viele Videos die Rechten gegen Sarah Wagenknecht in den letzten Monaten rausgebracht haben? Und wie hat sie da Sachen aus dem Zusammenhang reißen müssen? Also bei euch Wokisten, da muss man einfach nur zitieren und ihr nehmt euch selber auseinander. Also wenn du beispielsweise sagst, Rechte sollten in Angst und Schrecken leben. Oder wenn jemand sagt, wir sollten die Woken aufhalten, wenn Rechte sagen, wir sollten die Woken aufhalten, dann meinen die eigentlich die Juden. Also wenn du das sagst, das braucht man nur abspielen und du hast. Das wäre ein Scherz. Ja, stimmt, das. Ja, er hat es doch bei ihm nochmal erklärt und dann hat er genau, also nachdem er gesagt hat, das war ein Scherz, hat er genau das Gleiche, was er gesagt hat, nochmal länger erklärt und das war dann kein Scherz. Also, Mara meinte das schon ernst, er hat Schrödingers Zitate. Ja, genau. Also, das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Oder Neitan oder sowas bekämpfen. Ja, Dara würde eher Lindner wählen als Wagenknecht. Also, wer bekämpft uns hier? Wir werden sowohl von den Rechten als auch von den Walkies am meisten bekämpft. Also die Walkies, diese arbeiten eher mit der FDP zusammen als mit richtigen Linken. Und auch Lindner wählen das Klassenkampf. Christian Lindner wählen das Klassenkampf, denn Sarah Wagenknecht, das ist ja eine ganz böse Schwurblerin. Die will nämlich auch Frieden. Und Frieden ist leider verschwurbelt und verschwörungstheoretisch.
Und nationalistisch. Also unschuldige Preise für die deutsche Bevölkerung, das ist ja auch nationalistisch. Linke Praxisarbeit, die wirklich wichtig ist, damit wir endlich verhindern, dass die Rechten an der Macht sind und endlich Linke an die Macht kommen, damit wir wirklich was ändern können. Weil bis dahin werden wir einfach nur solche Leute wie du sein, die einfach die ganze Zeit sagen, an die Macht. Ja, und wirkt das jetzt irgendwie verständnisvoll oder er versucht dort irgendwie eine Brücke zu bauen oder sowas? Nein. Er versucht eure schwachsinnige Ideologie, eure Vorgehensweise zu widerlegen und euch davon zu überzeugen, dass man so eben nicht vorgehen sollte, wenn man halt irgendwas nochmal wirtschaftlich in diesem Land zum Besseren verändern will. Aber ja, ihr wollt nichts zum Besseren verändern. Ihr wollt eure kranke Ideologie durchbringen. Nichts anderes wollt ihr. Ihr wollt Macht, ihr wollt Einfluss, ihr wollt eure Hegemonie, also die Hegemonie des Wokismus bewahren. Mehr wollt ihr nicht. So, es geht es doch nicht darum, irgendwie den Zustand in diesem Land zu verbessern. Sie, ihr habt andere Ziele als wir. Deswegen ist Erwin natürlich auch nicht verständnisvoll, sondern versucht euch von diesem Weg abzubringen, da ihr ja immer erzählt, ihr wärt links, da ihr immer erzählt, ihr würdet euch für die Interessen der Mehrheit einsetzen, was ihr de facto nicht tut. Total mad, und das ist halt eben auch sein ganzer YouTube-Kanal, gegen total die mad. Linken, gegen die anderen Woken oder wie auch immer sie da nennt. Da kann man so hart gehen, wie man möchte. Man kann die natürlich beleidigen und niedermachen. Da gab es dann auch immer das mit Halbhirn. Halbhirn. Ich finde, ihr seid demokratiefeindlich. Ich finde, ihr seid die wirklich übelste Degenerationserscheinung, die Linke in den letzten 40 Jahren zustande gebracht hat. Also, ich brauche mich nicht beleidigen. Ihr beleidigt euch andauernd selber. Ihr widerlegt euch andauernd selber. Was soll man dazu noch sagen? Oder würdest du mir da widersprechen, Marco? Nein, also ich finde, als mittlerweile Außenstehender fällt schon auf, dass eben ja, dass die Wokisten wirklich eine schlimme Bewegung sind, eben durch, ja, wie du sagst, durch ihren ja fast schon ihr faschistoides Gehabe, ja, und auch die Art und Weise, wie sie mit Andersdenkenden umgehen. Und ja, eigentlich, man merkt ja erst, wenn man kein Woki ist, wie schwierig das eigentlich ist, mit Meinungsfreiheit und andere Meinungen zuzulassen und so weiter, eben wie anstrengend das sein kann, ja, und wie einfach es sie sich eigentlich machen. Und dadurch, dass sie eben ihre Absichten mit Moral so gut verkleiden, denkt man am Anfang, dass es was Gutes ist, was sie tun, aber ja, wenn man dahinter steigt, dann graust es einem doch ziemlich, ja. Absolut, absolut. Diese Zersplitterung der Gesellschaft in immer neue Opfer- und Tätergruppen und vor allem diese außenpolitische Haltung der Woken, diese völlige Solidarität mit dem westlichen Imperialismus, diese völlig unkritische Haltung gegenüber jeder Aufrüstung, jedem neuen Krieg, den der Westen beginnt. Also das führt doch in den Grund. Sowas kann man doch als Linker nicht gutheißen. Oder dem Pseudolinken oder was das ja alles ausgedacht. Nee, wenn man das kritisiert, dann ist man ja ein ganz böser Verschwörungstheoretiker, Putin-Fan, was weiß ich. Den Lilis, während er bei den Rechten immer total freundlich war, immer total nett war, denen die Hand gereicht hat. Nein, die Rechten haben sich wie normale Menschen benommen und nicht wie Feinde, die einen canceln wollen. Ganz einfach. Die Rechten haben gewisse Regeln des freundlichen Miteinanders beherzigt und deswegen konnte man vernünftig mit ihnen debattieren. Ja, das ist ja das, was er dann nicht versteht, dass es eben, dass auch ein Plomo, ein Kasper sind Teil unserer Klasse. Auch wenn sie sich nicht so benehmen, auch wenn sie nicht im Klassenkampf mitwirken wollen. Aber wenn man es so nimmt, also von ihren Gegebenheiten her, die sind schon Teil unserer Klasse, ja. Sie wollen halt nur nicht. Und ja, für einen Lara, der macht da halt den moralischen, der stellt da eine moralische Wand auf und sagt, nein, es geht nicht. Zumal man ja auch, wenn man andere Leute im Diskurs überzeugen will, erstmal in den Diskurs mit ihnen kommen will. Wenn man sie da 10-mal als Nazi, als Schwurbel, als Nationalist, als was weiß ich beleidigt, dann ist ein Diskurs schwieriger möglich. Und dann halt eben am Ende dann immer sich hingestellt hat mit, ja, ich bin ja zu allen nett. Weißt du, die Linken, linke Partei, haha, Erwin glaubt an linke Parteien. Haha. Ist auch ein bisschen. Ganz ehrlich, wir haben jetzt schon wieder fast 3 Stunden reagiert. Das ging ja fast so lang, oder 2,5 zumindest. Also das ging fast so lang wie der Talk mit Imp jetzt. Die letzten paar Minuten, die nehmen wir, glaube ich, nicht mehr mit. Ist jetzt, glaube ich, spät genug. In diesem Sinne, shoutoute ich nochmal den Brotfunk-Stream, nicht den Brotfunk-Podcast.
Ich hoffe, das hat jetzt funktioniert. Ich habe danke schön, ja. Wurde Brotfunk gegeben. Dann schaut gerne beim Brotfunk-Stream vorbei. Schaut auch gerne beim Brotfunk-YouTube-Kanal vorbei. Wartet. Und beim Brotfunk, also die sind auch auf Spotify. Das ist ja verdammt. Genau, gebt uns Klicks. Das ist Klassenkampf. So, hier, Brotfunk. Klicks für den Klassenkampf. Ja, schaut da gerne mal vorbei. Das ist ein Podcast, ein kleiner Linker. Also kann man nicht viel gegen sagen. Dann habe ich noch ein paar andere kleine linke Kanäle. Wenn jetzt schon mal so viele Leute zuschauen, MMT mit Jan. Also ich empfehle jetzt noch mal zwei kleine andere Kanäle. Schaut da gerne vorbei. Ist auch ein kleiner linker Kanal. Geht es auch nur um Wirtschaftspolitik, eigentlich um nichts anderes. Dann Marlons Meinung. Also Marlons Meinung, schaut da auch gerne mal vorbei. Hier, das ist der Kanal, der hat schon 500 Abonnenten. Ist da rein, Kriegszahl, das wird ja geil. Oh Gott, darauf hätten wir auch reagieren können. Nächstes Mal, wenn ich streame, könnte ein paar Tage hin sein, bis ich das nächste Mal streame. Da reagiere ich dann bestimmt drauf. Und auf das Video könnte ich dann auch mal reagieren. Das ist ja auch nur 5 Minuten. Diese Steuern abschaffen. Ja, wie gesagt, gute linke Kanäle. Die kann ich euch jetzt auf Anhieb empfehlen. Schaut da gerne mal vorbei. Ich will jetzt nicht hier schon wieder 10 Kanäle runterrattern, aber wenn ich schon mal ein paar 100 Zuschauer auf Twitch habe, dann schaut da gerne mal vorbei. Geht danach zum Brotfunk. Ja, in diesem